Wir haben 4 Personen vorläufig festnehmen können und genau wie Sie gerade sagten, 2 haben auch erheblichen Widerstand geleistet, haben auch Beamte massiv angegriffen, sodass wir dann auch deutlich durchgreifen mussten, um diese Personen dann vorläufig festzunehmen. Es stellt sich jetzt aber so dar, dass vor allen Dingen 2 Männer diese 3 jungen Frauen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren bedrängt haben. Die jungen Frauen haben ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie das nicht möchten, haben gesagt, nein, geht zurück. Und haben die eben nicht nachgelassen, die jungen Frauen haben sich dann entfernt. Diese Männer haben sie gefilmt, fotografiert und diese Aufnahmen vermutlich geteilt. Das wird jetzt gerade von einer Ermittlungsgruppe überprüft und ermittelt. Und dann soll es eben zu dieser Gruppenbildung gekommen sein, aber die jungen Frauen wurden nicht von dieser Gruppe in so einer Form angegangen, wie wir es ja in den letzten Wochen in anderen Städten erlebt haben. Also es gab keine Gruppenbildung, während es gegen die Frauen ging, sondern erst hinterher, als diese Videos gemacht worden sind. Genau, die Menschen, also wir haben hier halt sehr viele Menschen in diesem Einkaufszentrum und die haben sich dann dort ausgetauscht und ja, es war was Interessantes für sie, also haben sie sich dann da auf den Weg gemacht und sich auch zu diesen Frauen begeben. Es kam aber nicht zu irgendwelchen Einkreisungen, es kam nicht zu irgendwelchen sexuellen Übergriffen. Also nochmal ganz klar, gegen wen und gegen wie viele Männer gehen Sie jetzt vor? Also wir haben 4 Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, dort in irgendeiner Form gegen diese jungen Frauen vorgegangen zu sein. Aber vor allen Dingen hat sich dann im Laufe der Zeit bei der Festnahme eine sehr gewalttätige Situation entwickelt. Und das war dann auch der Grund, weshalb 2 dieser Menschen über Nacht im Polizeigewahrsam geblieben sind. Oliver Pohl, ganz herzlichen Dank von der Polizei Kiel für diese ersten klaren Informationen aus erster Hand. Dankeschön.